Hallo und willkommen zu Texas Chainsaw Massacre. Ich spiele als Leatherface unten im Keller und Darius, du bist Koch. Ich bin der Koch und ich bleibe das war jetzt falsch und setze hier erstmal ein Schloss. Okay, super. Wir spielen auf der Tankstelle, das heißt, ja, du bist jetzt erstmal sehr mit Schlösserlegen beschäftigt. Ja, wichtig, wichtig. So. Aber ich sammle jetzt jedenfalls schon ein Blut. Können Sie gleich alle drei Schlösser hier bei der Tankstelle setzen? Ja, sicher ist sicher, ne? Okay. Ja. Oh. Aber Blut. Warte mal, habe ich jemanden von mir gesehen? Ja, doch, habe ich. Eigentlich ist das auch richtig kacke für einen Koch, weil du ständig auf. Du kannst nur die halbe Map dein Lauschen nutzen, weil du immer den Generator hörst. Ja. Das war schon. Ah, ja. Ich hab's aber heute mit der falschen Taste. Ich sehe sie halt, aber halt nicht. Aber halt sehr weit weg von mir. Und dann sind sich hier überall noch solche Engstellen, wo sie durch können. So, jetzt hier raus. Jo, das habe ich laut zugeschlagen, na egal. So, noch einmal Blut sammeln und ich kann Opi auf Stufe 1 bringen. Okay. Perfekt, aber nicht notwendig, so wie es aussieht. Ja, er ist schon wach, aber. Bei mir ist Conny und bei mir sind alle drei. Sind alle unten. Ja. Hast du sie jetzt von meiner Nase weggeschnappt? Ah, oh, der hängt gerade hoch. Ich muss doch Blut sammeln. So, erlauschen. Weiß zwar, dass sie da sind, aber. Ich hab Leland. Für die Erfahrung. So. So. Ich mach mal hier zu, aber es wirkte so schon, als würden die hier gerne durchkommen. Ja. Oh, da ist Conny. Ich muss dreimal Blut sammeln, hab 108 Blut, also genug für einmal OP. Wo ist sie? Oh. Okay. Ich habe Conny zweimal geschlagen. Ich wollte sie eigentlich mit aufgeladener Säge vorhin treffen, aber das war dumm. Ging nicht. Naja. Oh, das ist zu viel. Ja, die ist dann einfach durch eine Tür weg und. Ich frag mich, sollte ich. Ja, vielleicht komme ich langsam schon mal hoch zu euch. Ich habe hier unten, denke ich, genug Schaden gemacht. Ja. Du hast schon eingetötet. Ja, ja. Wie den wichtigsten. Oder ist halt die so wichtig für Conny? Ja, die habe ich auch. Ach, Conny hast du gesagt, ja, krieg ich hin. So. Mach doch die Tür zu, Mensch. Okay. Ich lausche mal und ich höre nichts. Okay. Ich mache oben einfach mal ein paar Türen kaputt und so. Ja, die Barrikaden am besten. Ja, ich kümmere mich drum. So, hier nochmal Blut sammeln. Deine Schlösser sehen gut aus? Meine Schlösser sehen gut aus. Ich bin gerade eh nochmal hinten in dem Bereich, weil hier zwei Blutdinger sehr nah beieinander sind. Wo ist eigentlich Sissi? Ach, die war gerade hinten bei der Batterie. Ja. Ich schau auch kurz zur Batterie. So. Ich bin befreit. Okay. Ach ja, Barrikade steht noch. Perfekt. Nee, nicht perfekt, ich muss rumlaufen. Wo steht die denn? Bei diesen kleinen Schuppen in der Nähe vom Generator. Aber schon hinter dem Schloss beim Generator. Nee, noch vorm Schloss. Das ist ja die Barrikade, die du zu sägen müsstest. Okay, ich komm gleich mal rum. Oh, hier ist Julie ist bei Opi. Okay. In diesem Haus da. Ja. Ist sie draußen drin? Draußen war sie gerade, dort wo du ungefähr bist. Da habe ich sie zuletzt gesehen, ist um die Ecke gerannt. Okay. Ist sie hier drin?
Wo ist die Barrikade? Die habe ich doch zerstört. Oder gibt es hier hinten noch eine? Nein, bei diesem Haus da hinten. Aber hinter der... Ach, dort sind... Ach, die. Da, da ist auch noch eine. Ah, ich dachte, wenn die hier vorne spawnen, spawnt die dort hinten nicht. Okay. Nee, nee, von den beiden. So, auch das weg. Schlösser sind noch dran. Ich schau mal hinten hin zur Batterie. Ah, ich weiß, dass der Generator... Das ist so kacke auf dieser Map. Ständig ist so, dass dieser Generator halt angezeigt wird beim Lauschen. Ja. Ist hier... Hier ist noch zu. Ist noch... Okay. Oh, ich höre was. Ja, da hinten ist... Julie kommt gerade ins Haus rein. Die rockt da bei den... Bald okay, sie hat eine drauf bekommen. Ja, ja, sie hat ordentlich kassiert gerade. Ja, also. Anna ist auch hier. Ja, ja. Achso, Anna war. Ja, Anna war. Ich war an Anna dran. Achso. Aber einmal gehauen. Ah, okay. Die geht wieder rein, ne? Oh, ja, aber ich glaube, die hat ihre Fähigkeit aktiviert. Also, sie macht das Ding auf. So viel. Hä? Sie hat das Ding aufgemacht. Ja. Einmal ein Brett vor dem Kopf. Du warst tot. Du hast sie sehr gut. Ich hab sie jetzt gesehen, weil sie laut war und ich stand halt hinter der Tür und bin einfach hin, hab die Tür aufgedroschen. Sehr gut. Jo, wurde schon eingesammelt. Achso, ich bin voll. Ja, dann gebe ich mal Opi ab, dann ist. Müsste Opi auf Max sein, wenn ich jetzt abgebe. Hast du so viel? 154 habe ich. Nice. Also könnte ganz knapp vielleicht nicht schaffen. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob der über 50 ist, der weiße Balken. Okay, Sisi sagt, ihr Spiel läuft anscheinend nicht mehr. Ja. Wird nur schwerer für uns. Ach, der weiß. Wo ist es? Ah, dort. Okay. Das ist ja jetzt voll krass mit dem Blutkopf. Oh, ich habe daneben gehauen. Sie ist bei mir, sie ist bei mir. Ja. Okay, hab sie ein bisschen gesägt. Sisi ist dran, perfekt. Okay, ich hab sie. Achso, ja, okay. Das war echt eine Metzelei, die Runde, ey. Wunderbar. Mal aufgedeckt für die Punkte. Ja, sehr gut. Ach, schön. Aber das lief richtig gut, ne? Du hast dort oben verteidigt, ja. Gut, Sisi war dort unten bei der Batterie. Das haben wir gut gemacht. Ja. Schöne Runde. Du hast ja anscheinend schon Lilian gleich irgendwie in den ersten 20 Sekunden erwischt. Ja, der hatte halt ein bisschen Pech, ne? Ja, ein bisschen Pech. Das ist eine schöne Runde, aber ich würde sagen, wir packen hier ran noch eine zweite, also bis jo. Gleich. Ja, und da sind wir auch schon wieder in der Runde. Diesmal auf dem Haus der Familie. Ich wieder Leatherface, Darius wieder Koch. Und genau. Mal schauen, wie wir uns diesmal schlagen. Die ersten 36 Blut sind schon gesammelt. Nice. Und. Immer noch richtig Krawall. Ja, aber ist noch niemand aus dem Keller raus. Nee, ist einfach nur laut befreien und so. Aber ja. Oh, kacke. Nee, jetzt. Ach, jetzt muss ich so einen übelsten Umweg laufen. Warte. Ah, nee, hier ist auch eine Treppe. Oh, die versuchen hier schon hochzukommen. Hier ist Lilian dran. Der kommt hoch, der kommt. Nee, der kommt nicht hoch. Du kannst nicht lauschen. Ja. Ach. Jedenfalls eine. Oh, da kommen schon die ersten hoch. Die ersten kommen schon hoch. Ah ja, ich hab's gesehen. Oh, das. Okay, war Johnny. Oh, die sind schon raus. Wo sind sie? Sind sie schon da raus? Ja, der sitzt ja an dem Tor. Oh, das gibt's nicht. Wo ist er? Oder reingerannt. Ah, ja, okay. Opa abgestochen. Was? Mich hat er gestunt. Okay.
Also ich habe nie mehr Zeit gehabt, meine Schlüssel anzubringen. Oh, jetzt. Ja. Ah, lol, Leland kam gerade, wollte wieder raus. Wer kommt dir entgegen? Auf das, ja. Ich hab zweimal erwischt. Jo, ich mach mal hier, ich zersäg mal die Türen. Hinten ist Julie. Sind alle deine Schlüssel schon aktiv? Nee, eins nur. Das hier hinten. Julie kommt da durch, wo, naja, egal. Ja. Ah, die sind, ah, Leland ist vor der Tür raus. Oh. Das Schloss wurde ist schon geknackt. Ja, ich wollte es gerade dranbringen. Der hat halt nur so normale geknackt. Er legt gleich in den Keller. Ja. Hab noch einmal erwischt. Die töten schon die erste? Ja. Gut. Vielleicht kann ich das Schloss jetzt eigentlich an der Vorderseite nochmal dran machen? Weil du kannst das Schloss abnehmen und es umplatzieren. Nee, wenn das normale, das Originalschloss geknackt wurde. Dann kannst du das Original, dann kannst du da noch ein zweites Schloss dran bringen. Ah ja, okay. So. Da unten hinten war gerade jemand. Ja, ich gehe erstmal hier rum und mach die ganzen nervigen Türen kaputt. Ja. So, gut. So. Ich meine. Kann ich das auch mal nicht abgeben jetzt. Okay. Über 100. Super. Das heißt, gleich bleiben sie alle stehen oder werden aufgedeckt. Weißt du, wo das Ding ist? Das Ding? Die Sicherung? Oben bestimmt, schätze ich mal. Ja, das war. Warte. Ach, ich habe ja selber die mittlere Maustaste, ich vergesse das. Ja. Ja, sorry. Ich war so lange im Keller, Darius. Ich glaube, du warst zu lange im Keller. Ja, ich glaube auch. Okay. Sicherung sieht aber noch gut aus. Unten müssten eigentlich alle Türen, also gut wie alle, ein Opfer ist verblutet. Nice. Der ist wahrscheinlich durch den Boden gefallen, während Solanis gejagt hat. Ich checke mal kurz deine Schlüssel, das ist noch dran. Ach, Johnny, Alter. Nicht dahin. Hier lang? Nee, hier lang nicht. Ja, deine Schlüssel sind noch alle dran, ne? Ja. Oben ist einer, okay. Ja. So, wir haben gerade noch. Animation gewesen. Sie wurde umgeschmissen. Oh, sie ist tot, nice. Ich höre jemanden. Draußen. Wo? Welche? Hintertür. Oder? Ja, die macht unten das Ding auf bei der Hintertür. Macht irgendein Tor bei der Hintertür auch? Ja, dieses Hochschießtor da, ja. Ach, dort? Ah, okay. Ja, ich sehe sie, Conny. Die läuft. Ja. Ich jage. Oh, da durfst du ja nicht weit kommen, da hinten ist ja noch alles zu. Naja, aber da hinten ist halt noch alles. Ne? Da. Ja, aber sie kann jetzt nicht einfach rausrennen, das meinte ich damit. Ja, das stimmt. Da hat sie ein Tor aufgemacht. Mhm. Siehst du sie? Nee. Ich hätte nur gesehen, dass sie da das Tor aufgemacht hat, aber es kann sein, dass sie sich irgendwo hier versteckt. Oh ja. Warte. Nicht machen. Okay. So. Das ist auch so schön, wenn man sie entdeckt hat mit Leatherface. Also, Moment, ich tue jetzt mal so, als hätte ich sie nicht gesehen. Ja, lass mich kurz diesen Kreis laufen. Ja. Die muss doch hier irgendwo sein. Aufladen. Jetzt komme ich. Nice. Ja, die hatten es schwer. Aber die sind auch richtig schnell durchgerannt, ne? Ja, also das ist sehr aggressiv. Der Leland, der war ja schon irgendwie draußen, bevor ich überhaupt an dem Tor dran war. Ja, das war heftig. Aber wir können sie aber das Gute war, ich konnte dann nachher nochmal Schloss setzen, ne? Mhm. Die sind also erstmal raus, haben schon übelst ein Chaos gemacht, sind aber nicht wirklich weit gekommen und dann mussten sie dann trotzdem nochmal danach Schloss wieder knacken. Ja, das war echt gut. Der Johnny hat auch gut Schaden gemacht, es war eine solide Runde.
Ja, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis denn, tschüss. Ciao, ciao.